Turm hier hinsetzen. Braucht Gott sei Dank keinen Strom. Der Turm. Keine Ahnung, wie der funktioniert. Mit Kurbelantrieb oder so. Aber das passt. Ein, zwei Felder Abstand. Und ich habe nicht besonders viel Muni, sehe ich gerade. Baumunition. So, 25 muss erstmal reichen. Zumal ja von da, ne, bisher kein einziger Angriff kam. Und ehrlich gesagt ist mir das mit dem Wasserfeld da ein bisschen unheimlich. Ich glaube, ich benutze jetzt lieber zwei Mauerstücke mehr und habe es dafür an der Stelle, wo dann, ne? Wobei, wenn sie schwimmen können, können sie einfach aus der Mauer rum. Trotzdem finde ich es komisch. Einfach so und dann passt das schon. Ein Abstand, zwei Abstand, da. 19 Stacks, 19 Dinge da und rein. So, der nächste Zugang wäre hier. Oh, warte, ist hier irgendwo zwischen Durchgang? Nee, oder? Kann ich darüber laufen? Ganz knapp nicht. Ich weiß nicht, ob die Hitbox von den Aliens da vielleicht anders ist. Also eventuell muss ich da auch noch zumachen. Hier nicht. Da nicht. Gut. Aber hier. Hier ist der reguläre Weg. Das heißt, ich mache über dem... Was für ein Feld ist das? Über dem Tinnenfeld. Hier die Mauer lang. Ja, eigentlich müsste ich die Mauer schräg bauen. Ich glaube, ich habe noch nie schräg gebaut. Ich mache es andersrum. Ich mache es in der Außenwölbung. Ich mache hier eine Mauer lang und dann darunter, damit ich die ganzen Ressourcen auch noch drin habe. Und eventuell das Galenderfeld da auch noch. Bin ja nicht gierig oder so. Wobei Galender, zeig mal Karte. Habe ich da, da, da. Ja, nee, das Galenderfeld kann ich ignorieren. Was ist mit Uranit? Uranit ist so grünlich, habe ich auch drin, da und da, kann ich auch ignorieren. Also kann ich es hier wirklich rüberziehen. Also hier irgendwo. So und dann da weiter. Hier hätte ich dann allerdings auch ganz gerne erstmal eine Heavy Armor für mich. Dann ein, zwei Türme. Dann schauen wir weiter. Das mit den Fuel Blocks staut sich da. Ja, das sieht auch super aus. Okay. Das läuft also soweit alles. Alles schön mit 100 Grad. Gut, gut, gut. Mauern kommen sehr... Ah. Mauern werden noch angegriffen. Okay, okay. Weep, weep, weep. Panikmodus aktiviert. Du, da. Gib die gute Rüstung mal her. Und baue ich hier bitte noch eine Fabrik... Hatte ich die Fabrik in Auftrag gegeben? Ne, habe ich wieder abgerissen. Abgebrochen. Baue eine Fabrik hier hin, die dann auch rote Tränke herstellt. Oder hier zwischen? Passt das? Zeig mal. Ja, das passt. Sieht nicht schön aus und hat auch keine Kupferplatten. Ja, nee, das ist doof. Ja, was soll's. Mach. Dahin. Dann brauche ich hier links noch... Oh Mist. Von da nach unten... Dahin. Da rein. Dann brauche ich die ersten Untergrundbelts. Ganz normale billige. Die sind im Doppelpack wiederhergestellt werden, das ist gut. Dann brauche ich neue Ärmchen und ich brauche neue Ressourcen. Ich habe kaum Kupfer oder Eisen. Zwei Stacks sollten reichen. Ah, Eisen wird langsam weniger, aber ich glaube, das hängt eher damit zusammen, dass es hier nicht ordentlich abtransportiert wird. Genau. Tränke fangen an sich zu stauen. Das ist aber nur, weil ich gerade gar nicht forsche. Shift rechts, Shift links. Und jetzt... Normale Fließbänder. Da ist Untergrundbelt. Okay. Nimm das bitte... Ach. Von da raus... Darum. So.
Achso, und ich muss vorher noch Kupfer holen. Und zwar von da. Sieht immer hässlicher aus. So. Irgendwie. Mach. Tu einfach. Okay. Grüne Trankproduktion wird noch hässlicher. Keine Sorge. Die brauchen nämlich vorher noch Transport Bales. Transport Bales wäre ebenfalls von Zahnrädern. Ich glaube, das Ding kommt bald nicht mehr daher. Strom, bauen ein paar Poles. Die müssten übrigens auch hier unten mal festgetackert werden. Vorerst, so. Bis wir halt später die größeren haben. Da, da. So, Fabrik, Fabrik, Fabrik. Bau, Fabriken. Mhm. Naja, muss ich das Zeug mal wieder einsammeln. Die Artefakte. Ich müsste gleich mein erstes Alien-Artefakt herstellen können. Brauche ich zwar noch gar nicht, weil ich noch nicht mal hellblaue Tränke habe. Eigentlich habe ich noch nicht mal wirklich grüne Tränke. Oh ja, schaden wir es nicht. Da. So, du machst bitte. Yeah, Fließbänder. Da. Dafür kriegst du hier die. Da und da die. Und die Fließbänder. Entschuldigung. Die Fließbänder kommen auf die andere Seite von denen. Oh, warte, jetzt wo Ditec nicht mehr da ist, gibt es auch keine halben Inserter, richtig? Long-handed Burn Inserter. Long Inserter. Smart Long Inserter. Smart Near Inserter. Doch, gibt es. Near und Far. Aber ich will die gar nicht in Smart haben. Ich will einfach nur Near Inserters. Hier. Fast Near Handed Inserter. Brauche aber blaue Bretter. Und die blauen Bretter kann ich nicht, weil ich keinen Solder habe. Und für Solder bräuchte ich die da. Und dafür bräuchte ich Carbon. Und für Carbon müsste ich erst das hier erforschen, was allerdings eine rote Tränke braucht. Das ist okay. Research das. So, und während das alles am Wuseln ist, baust du bitte hier eine neue Fabrik, die grüne Tränke macht. Ich brauche auch noch Ärmchen. Was brauchte man für Ärmchen? Braune Bretter und Zahnräder. Schon wieder. Kannst du lange Ärmchen machen? Long Inserter. Bau mal einen Long Inserter. Von da nach da. Was? Achso, dazu müsste ich erstmal blaue Fabriken erforschen. Ihr könnt mir doch alle mal. Bau dir einfach alles selber. Ja, und hier mache ich einfach so eine Kiste hin, damit für einen Eigenbedarf. Ich habe keine Ärmchen mehr. Ja, bau ganz viele verdammte Ärmchen. So. Für einen Eigenbedarf da rein, aber das ist beschränkt auf 2 Stacks. Go. So. Dann stell ebenfalls da von mir her und dann guck mal ganz kurz. Oh, kann ich auch inzwischen Licht? Nee, Licht braucht er auch wieder blaue Platten. Hat ein bisschen übertrieben, der Bob. Muss ich schon sagen. Dass man nicht mehr Licht machen kann hier am Anfang. Oh, ich brauche noch so ein Gate-Dingens. 149. Sehr schön. Ding, 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 ding. Ich hätte mehr davon abholen sollen. Egal, bau davon nochmal einen hin, damit ich mich hier sicherer fühle. Weil sicher fühlen toll ist. So. Dich schmeiße ich hier irgendwo in die Walachei. Gut. Ja, Galender baue ich später auch ab. Ist okay. So, das staut sich hier super. Das sammle ich mal alles mal ein. Und schmeiß von Hand in einen von denen rein. So. Jetzt aber, langfristig. Langfristig brauche ich Roboter, damit ich alles nicht selber machen muss. Du da, du da, du da. Allerdings sind Roboter jetzt hier nicht schnell machbar, richtig?
Ich weiß, ich hatte das vor ein, zwei Staffeln mal recht forciert, dass ich recht schnell auf Roboter gegangen bin und die waren so dermaßen langsam, dass das alles ewig gedauert hatte. Das ist die Replikation von Robotern? Nein. Advanced Logistic Robots. Logistik Robots braucht Flight und Robotics. Robotics braucht alles nur grün, richtig? Battery, Plastics, ja, ist alles grün. Also theoretisch müsste ich nur. Oh Gott, nein! Das Plastikholz. Als ich das erste Mal mit dem Bob-Mod gearbeitet hatte, vorletzte Staffel oder so, da gab es auch dieses synthetische Holz. Und das erste Mal, als man das erforscht hatte, wurden alle Holzrezepte verbuggt und man konnte nur noch die Plastikholzdinger benutzen. Allerdings war mit denen irgendwas auch nicht in Ordnung. Also ich habe da sehr schlechte Erinnerungen an das Holz. Dafür musste ich extra ein Stück Code umschreiben vom Bot-Mod. Ja. Hoffentlich wurde es inzwischen gefixt, aber ich gehe irgendwie mal davon aus. Gegner die. Es kommen keine Zahnräder an, weil die überall weggenommen werden. Ja, das stimmt. Pausiert das mal da ganz kurz, weil rote Tränke sind gerade wichtiger. So, Muni kommt rein. Gut, dann kann ich jetzt weitermachen mit guten Tränken. Aber ich komme nicht drum rum. Ich muss das Carbon-Solder-Zeug jetzt hier alles machen. Das da. Carbon stelle ich hier drin her, in dem Chemical Furnace-Ding? Ich glaube schon. Brauche Kohle, also baue ich es in der Nähe von dem Kohlending hier. Braucht 5 Stone Bricks. Das ist unpraktisch. Weil ich die hier sofort rausnehmen muss. Bevor sie da verarbeitet werden zu dem Teil. Also ich bräuchte theoretisch noch einen Steinabbau-Drill, der das dann sofort in eine Schmelze tut, aber nicht in der Fabrik, um daraus Mauern zu machen, sondern, ne? Dass wir halt eine Steinader haben für Mauern, eine Steinader haben für Ziegel und eine Steinader haben für Rohstein, so wie das Ding hier. Jetzt muss ich aber kurz warten, bis hier 5 Stück anlanden und dann baue ich das Ding halt so. Okay, 5, dann baue ich jetzt bitte ein Chemical Furnace und hoffe, dass es das Richtige ist. Abbrechen, abbrechen, abbrechen. Nämlich das, wo man das Carbon herstellen kann. So, du. Warum hast du dann Zugang? Sieht aus, als wärst du ein Boiler da hinten. Hier, ah, weil du Wasser brauchst. Erforsch mal bitte den Waterbore. Der auch. Willst du mich veräppeln? Okay. Mach. Da. So, kriegst du halt Wasser auf dem legitimen Wege. Direkt in dich reingesch... Nee, nicht direkt. Bau bitte... Da. Okay, bau davon auch noch welche. Und danach da und da ein Knick. So, du stellst jetzt bitte Carbon her und nimmst dir dafür von da die Kohle. So. Hier, verfeuer das. Okay, Carbon kommt. Da. So, und ich nehme mal einen ganzen Stack von hier. Um das Ganze zu kickstarten. Okay, also Carbon incoming. Jetzt habe ich Carbon. Mit Carbon kann ich jetzt die Dinger herstellen, aber erst wenn ich Tinned Wire habe. Dafür bräuchte ich Copper-Cable und Tin. Also muss ich jetzt damit Tin abbauen, da hinten. Ne, hier ist auch Tin. Und Kupfer. Oh, sehr schön. Das heißt, ich kann jetzt hier Kupfer, Tin abbauen. Das Ganze hier in eine Fabrik reintun und von der Seite das Kupfer nehmen.
Brauche ich ja ein bisschen anders auf. Bau bitte auch noch einen davon. Also. Achso, Schmelzofen dazwischen. Na, so, glaube ich. Und ich habe keinen Stein. Und erforscht mir irgendwas, was eine rote Tränke braucht. Wie zum Beispiel bessere Lampen. Oh, 2x1 Kisten. Die mag ich. Go. Hier einen Rohstein. Und davon welche. Die brauchte ich.